und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Costume Quest 2. Wir haben letztens Sadies Auftrag erfüllt und eine neue Technik gelernt. Nun werden wir mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Und bevor ich das vergesse, warum hat sie wieder das Candy Corn Kostüm an? Wieso? Wieso nur? Wieso macht sie das? Willst du mich damit ärgern? Und ich werde auch noch was zeigen mit dem Pyrodactylus. Wie gesagt, da könnt ihr wirklich überrascht sein. Jetzt tun wir uns mal Karten aussuchen. Ein ausgewählter Held ist zweimal dran. Erstmal ein paar Karten machen. Die Angriffe des Feindes heilt statt verursachten Schaden. Statt Schaden, geil. Heilt den Gegner dreimal pro Runde lang um 25%. Betäubt Schergen für 3 Runden. Ja, ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Wie lautet das Passwort? Mäuser Knusperstückchen. Menschens Kinder, ihr seid ja, um Plop Süßigkeiten zu probieren. Nicht ganz. Sadie hat uns gesagt, du weißt, wie man in Dr. Wyatts Zentrum kommt. Natürlich weiß ich das. Aber warum sollte Plop Menschenskinder sein Geheimnis verraten? Weil Plop nett ist? Plop wurde schon oft beschimpft. Fett, plump, stinkend, hässlich. Aber nett ist ein neues Wort, um Plop zu beschreiben. Plop sagt euch was. Wenn ihr Menschenskinder auf der Ostseite der Stadt ein paar Lieferungen für Plop erledigt, dann verrät Plop euch Geheimnis, was ihr sagt. Ich schätze, das ist fair. Oh, Plop muss dafür sorgen, dass Kunden immer Süßigkeiten Nachschub erhalten. Schon ehrlich, schon wieder Süßigkeiten sammeln. Und jetzt, Kollege, was ist mit dir los? Bist du da an die Wand heranaufgeklettert? Nein, aber was auch immer es war, ich warte darauf, dass es zurückkommt. Ich wette, das Ding kann einen schönen den Rücken zerkratzen. Ich würde nach Hinweisen suchen, aber ich habe keine Lampe. Ihr solltet fangen. Das ist fangen. Vielleicht werden wir das. Okay, ab nach oben. Ich habe nämlich schon was Kleines noch was gefunden. Ist eigentlich doppelte Süßigkeitenbelohnung schon da? Ach, hier brauche ich noch mal. Ich sehe schon. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie. Hey, wie ihr kleinen Menschen seid ihr rausgekommen? Ihr habt nicht einmal einen Schutzhelm auf. Plop hat uns eine Sonderaufgabe erteilt. Wirklich? Was für eine Erleichterung. Dann haben wir strikte Anweisungen, dass hier keine Menschen herumstufen dürfen. Das liegt ja wohl daran, dass menschliche Artefakte, die wir in den Minen gefunden haben. Echte menschlichen Artefakte? Tut mir leid, kleiner Mensch. Ich bin in die Geheimhaltung verpflichtet. Es gibt nichts, was ihr sagen konntet, damit ich über das Artefakt rausplaudere. Doch. Dieses Artefakt scheint wertvoll zu sein. Du musst stolz darauf sein, dass du sie ausgegraben hast. Ich bin ein guter Gräber. Hast du gerade tolle Sachen ausgegraben? Bei diesem Artefakt lag noch ein Schreiben, aber ich könnte es nicht entziffern. Erst dachte ich, es wäre Pläne. Es war nur Müll, deshalb liegen sie auf dem Müllhof hinter mir. Aber das war nichts Nützliches, nur dieses Artefakt, ein Stück Papiermüllhaufen. So, gut. Jetzt kommen wir mit Pyrodactylus. Ein neues Kostüm, das Pharaonenkostüm. Schaut euch an! Wir sollten herausfinden, wo dieses Artefakt zu verbergen. Gut, okay. Yippie! Ich weiß nicht einmal, was ein Yippie ist. Okay. Genau, hier ist nämlich noch ein Haus hinten. Ah, wir kämpfen einmal mit dem Pyrodactylus. Süßes, uns gibt's auch es.
Hier ist eine Kiste mit Zucker und Grüße Blob von mir. Gut. Süße, sonst gibt's auch es. Keine Süßigkeiten, nur ich. Was macht er mit der Hand? Er sieht beim Pterodactylus, der hat sich ein kleines bisschen verändert. Ach, den da. Auf die hier. Greift an! Los, los, los! Warum man die Fähigkeit einsetzen? Falsche? Falsch? Ich wüsste, wer jetzt angreift. Verdammt. Ich glaube, das tut sich fast pro Tag, denn das ändert sich, glaube ich. Glaube, nach einer Weile, wen ich gerade wähle. Ich wüsste jetzt. Wurde halbiert. Au, au, au. Nice. 116 Schaden und nochmal 29 Schaden. Zeichen. Ups. Ja. Ups. Und geschafft. Da habt ihr es mal gesehen, aber ich spiele wieder den Zauber raus. Da ist mir ein bisschen sicherer vorhanden. So. Karte. Bei you. Zahnakademie, das ist ganz wichtig. Kanalisation. Pines, haben wir ja schon alle Häuser. Geheimnisse 1 von 2. Okay. Dann gehen wir zu den Halloween-Karten. Ein Held ist stark gegen was? Ein Held ist stark gegen alle Feinde, alle Schergen sind schwach gegen Helden. Oh. Das ist gut. Ah, wir suchen uns was Pharaonenkostüm, was wir zusammen. Vielleicht haben wir wieder so einen Gegner. Obwohl, wir kämpfen. Wir tun erstmal noch was machen. Tut mir leid, kleines Würstchen. Ich kann euch nicht sagen, solange die Vorbeide Duck es nicht erlauben. Duck hat uns geschickt, lass uns durch. Trotzdem, wirklich trotzdem, ich kann euch nicht zulassen, sonst bekomme ich Ärger. Warum? Ich bewache ein uraltes Artefakt, das Duck ausgegraben hat. Ich darf euch nicht mit Menschen reden. Verschwindet also so. Aber mal sehen, was er jetzt sagt. Wir sind nicht an Duck interessiert, dass du bewachst. Oh nein. Wir sind hier, um seine Wohnung anzusehen. Wenn du nicht aus dem Weg gehst, werden wir zu spät kommen. Oh, tut mir leid. Ich dachte, ihr wärt hinter dem Artefakt her. Es läuft so durch. Ich verstehe nicht, warum Menschen im Monsterteil der Stadt leben wollen. Es gibt keine menschlichen Annehmlichkeiten, aber jeder nach seinem Geschmack, denke ich. Ja, denke ich mir auch so. Gut. Jetzt sehe ich mir zwar auch Kostüm wieder an. Was sehen wir denn hier? Kostüm. Schwarzer Schal. Pyrodactylus brauche ich wieder. Weg hier. Danke.
So, was haben wir jetzt? Wir brauchen noch ein paar Teile. Ach, Moment mal. Ganz vergessen. Wir haben noch eine andere Quest. Gleich zu tun. So, erstmal speichern. So. So, finden wir heraus, wo die Kratzer eigentlich herkommen. Wo die Kostüme sind. Ah, da. Ich sehe schon. Das kannst du schon denken. Da. Ach, brauchen wir das hier. Im Moment bin ich nicht sehr diplomatisch. Okay, gut. Na super, jetzt erwischen wir so einen Gegner und dann ja, kann man das aktivieren. Jetzt habe ich Jefferson ausgewählt. Na super. Na gut, ich hoffe, wir schaffen das auch mit denen. Halloween-Karte, ein Gewehr erhält es zweimal dran. Schleimer. Halloween-Karte. Na toll, wir haben gerade einen besonderen Gegner und wir haben die nicht richtige Karte bei uns. So, jetzt alles auf die Superheldin. Marion fühlt sich stark. Ups. Wenn die Karte zweimal angreift, zweimal Angriff. Wow, echt genial. Finde ich zumindest echt genial, die Karte. So, Zerstörungserklärung. Hiermit bestätige ich, dass du zerstört wirst. Was ist denn, was bei der Animation bei denen kommt? Da kann nichts mehr sehen! Da kann der Typ gar nichts mehr sehen, aber ja, egal. Nice. Flipflops. So, ja, wir sammeln erstmal das Kostüm zusammen. Ich will meinen Zauberer wieder haben. Danke. Mein Zauberer, mein Zauberer. Hier. Mango hat nicht reden mit Menschen, außer Vorarbeit. Duck sagt das. Duck hat uns geschickt. Ihr mit Duck gesprochen, sagt Duck, Mango will nicht mehr bewachen. Was bewachst du? Mango bewachen all das Ding aus Boden, aber Mango hungrig. Wir kennen deine Stelle als Bewacher, wenn du deine Pause machen willst. Oh sicher, Mango macht Pause, Menschenkinder stehlen all das Ding. Mango nicht dumm. Mango träumt von Süßigkeiten. Lasst Mango alleine. Eine Süßigkeiten-Telegramm von Mango. Hä? Süßigkeiten-Telegramm von Mango. Für mich, aber das ist ein großer Zufall. Mango mag Süßigkeiten. Allerdings musst du es in der Mine abholen. Okay, Mango, die Süßigkeiten nicht. So. So, bei den nächsten Kämpfen werden nämlich. Ah, cool. Haben wir alles zusammen? Ja, wir haben alles zusammen. Geil. Jetzt pass mal auf. Wuhu. Das war stylisch.
war das gleich noch. Wir gucken erstmal da oben noch rum. Also ihr seht, die Ports sind jetzt etwas länger als 10 Minuten. Länger als die 5 Minuten. Gut, was haben wir denn da so schönes? Wir kriegen Halloween-Karte Glücksköpfe. Warte. Hat nicht ein Mädchen die Karte gesucht? Ich schau mal ganz kurz nach. Was hat denn der eigentlich im Angebot? Okay, gut. Schergen verlieren 25% pro Runde. Hey, das ist genial. Füllt die Heldenleiste aller drei Helden auf. Das kaufe ich mir. Ich glaube, einer hat diese Karte gesucht, Glücksköpfe. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist die gewesen. Die Zukunft ist düster. Die Zukunft ist düster, nicht wahr? Sie haben aufgehört, Serie 2 der Halloween-Karten. Was haben wir doch? Du bist zurück, heißt das, dass du hast einen Grusel, Crispy Grusel-Karte gefunden? Nein, aber wir suchen weiter. Okay, wir haben vergessen, die... Wir haben vergessen, die Karte zu aktivieren. Oh. Ja, die ist nämlich ohne schlechter Pharao, die ist nämlich ohne Heilerin. Heilt zwar nicht alle, aber die heilt effektiver. Na gut, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zum Brunnen zurück. Erstmal gucken wir nach. Nebenbei tun wir erstmal das Erforschen gleich mal her. Es ist nochmal Krallenspuren, ja genau, ja. Ah, oh, Kostümsünder. Oh. Ah, der kann nicht mal den Pharao kennenlernen. Ja, die Pharaonen. Schaut eigentlich nicht schlecht aus. Aber ich wollte den Port beenden. Solche Schweine. Und komm. Ich glaube, ich kann mal die Fähigkeiten mal einsetzen von der. Ja. So, gleich seht ihr mal die Fähigkeit von der. Das ist, glaube ich, die Heiling. Geschenk des Lebens, genau. Das, also von den Kostümen, von den Heilern, da ist der... Wenn ihr mal das spielt, wie gesagt, meiner Meinung nach ist wirklich dieses Kostüm praktischer zum Heilen. Und was für ein Zufall. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir haben die gerade die Karte erhalten, die sie wollte. Wir haben gerade diese Karte erhalten, die sie brauchte. Zahnakademie. Wir haben eine Crispy Grusel-Karte übrig, wenn du tauschen willst. Unmöglich, du hast mich gerettet. Ich gebe dir einen diesen Herr Schleck Plopskarte dafür. 1000 EP, geh doch. Na gut, gehen wir erstmal hier speichern. Und wir sehen uns gleich beim Endcard. Wir haben neues Kostüm, den Pharao bekommen. Mal sehen, was noch so passieren wird. Naja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt ruhig einen Daumen nach oben und lasst ruhig ein Abo da. Bis dahin euch noch viel Spaß und wir sehen uns wieder bei Let's Play Kostüm Quest 2.